war ganz schön dunkel hier. Lumos. Moin zusammen, weiter geht's mit Hogwarts Legacy und Endbuchseiten. Haben wir da noch irgendwas? 3 fehlen uns noch im Hochland. Dann hätten wir da auch 100%. Raum der Wünsche haben wir schon 100%. Fehlen nur noch 5 Ballons. Ein Hogwarts-Rätsel. Fehlt uns auch nur noch eine Hauptaufgabe, dann kriegen wir eine Steinheizkette. Und 10 Nebenmissionen, dann ist hier auch Schluss. So, Kampf. Von 3 berüchtigte Gegner, noch 8 Trolle. Rassenköter, Lupusschutz, 3. Haben wir auch. Okay, da geht's jetzt los mit das letzte Behältnis, Teil 2. Tritt die Höhlen der Hüter. Die Hüter haben den Eingang zum Behältnis durch den Boden der Kartenkammer offenbart. Professor Fig und ich müssen vor Ranrock dort eintreffen. Hm, könnte echt die letzte Mission sein. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Ah. Kobolde. Ich frage mich, ob Ranrock hier ist. Gehen wir. Ja, so viel zum Schutzzauber von unten. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht Revelio. Bei sein. Wir haben Schlimmeres überstanden, Professor. Das kennt die Gegend. Revelio. Wir müssen in der Nähe sein. Renn! Fortschritt mit Ruiz! Revelio! Werden wir die Welt der Zauberei knechten! Was ist da los? Da sind noch mehr! Revelio! Schlecht, Professor Fig. Ach du Scheiße. Wo sind die anderen Professoren? Ich sehe Ozio. Mach mal ganz kurz einen Prozess mit den beiden. Du bist uns nicht gewachsen. Was hab ich doch nie gesagt? Da ist jemand. Ich werde nicht ruhen. Eine Sackgasse. Was nun? Professor, die Mauer. Dort geht es weiter. Sehr aufmerksam, meine Junge. Revelio. Es klappt. Weiter. Okay.
alte Magie nutzen, aber sparsam. Renrock muss dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht. Wir können nur weitersuchen. Ja, Vada Kedavra ist noch nicht ganz voll. Lumos! Der alte Donnertrank. Ja. Versehentlich eingeschmissen. Da lang. Contringo. Revelio. Die Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. Ha ha ha.
weiter. Stab! Schnell! Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodgok und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden. Aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt die Hüterin der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben Sie jetzt damit? Bitte, Sire, ich werde es öffnen. Ich habe beschlossen, das Behältnis zu öffnen. Seine Macht darf nicht länger brachliegen. Nach allem, was Sie gesehen haben? Was ist mit Isidoras Schicksal? Sie haben recht, diese Macht darf der Welt nicht vorenthalten werden. Ich will die Macht für mich. Isidora verschwendete ihre Fähigkeit, um andere vor sich selbst zu retten. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was mit dieser meiner Macht geschieht. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie sollten doch von uns allen am besten wissen, was für Schmerz und Elend das bedeuten könnte. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er war nie deins. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber aufgibt.
Oha, ein Super Renrock. Okay. Du entkommst mir nicht, Renrock. Gib auf! Und ich gestatte dir einen schnellen Tod! Du kannst dich nicht verstecken, Renrock. Wow. Wo ist jetzt deine Macht, Renrock?
Vielen Dank, Miriam. Für alles. Professor Eleazar Fick. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fick? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rockwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen. Und so war es auch. Aber das ist es nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rockwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rockwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rockwoods Bündnis mit Renrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rockwood in der Nacht von Annes Fluch dort. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah, naja, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rockwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen.
Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Ja, wow. Gratulation, du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Schuljahres erreicht. Deine ZRG ist nahen und es ist Zeit, deinen Fortschritt in deinem Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließe noch alle noch offenen Beziehungsgeschichten und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch. Schatten der Offenbarung. Nachrichten lesen. Ja, ich glaube aber, ich habe da nichts mehr. Bereite dich auf die ZAGs vor, ist ja auch witzig. Harlows letztes Gefecht. Es steht in den Sternen. Das machen wir als nächstes, die beiden. Und sind hier echt fertig, ne? Wir können natürlich noch eine ganze Menge erkunden. So, da oben hatte ich, wie gesagt, alles. Dort auch. Hier auch. Dort auch ein Gelände um Hogwarts. Region südlich von Hogwarts haben wir auch alles, ne? In der Stadt haben wir, in Hogsmeade fehlt eine Handbuchseite und ich denke wirklich, das ist in dem einen Haus, wo ich noch nicht rein kann. Ansonsten haben wir in den Dörfern soweit auch alles im nördlichen Teil der Region. Ja, wer noch eine Idee hat, wo die 15. Truhe sein könnte, hier im Norden, gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ideen mehr. Ich bin da überall lang geflogen und ich war eigentlich der Meinung, ich hätte irgendwie alles. So, in der Küstenhöhle auch. Sammlung Truhen, 0 von 1. Vielleicht, wenn ich hier unten über den Wasserfall rein kann. Ansonsten hatte ich da ja auch soweit. Und dann bleibt nur noch die südliche Region. Harlows letztes Gefecht. Ein seltener Vogel. Spricht mit der Frau Morrowind. Jagd aus Selvyn. Hier auch noch offen. Der Schatz des verfluchten Grabes. Und dann natürlich noch Prüfung Merlins und Banditenlager sowie diese komischen Plattformen. Und ein paar Ballons und Gegner halt auch noch. So, kann man hier unten. Grabhornbau. Eine von Grabhörnern bewohnte Höhle. Okay, da müsste ich mal kurz gucken. Haben wir ein Männchen oder ein Weibchen? Und dann würde ich nochmal das Gegenstück dazu fangen. Aber nicht mit dieser. Ich habe darüber nachgedacht, was du mir in der großen Halle erzählt hast. Ich würde gerne mit dir sprechen. Komm so schnell wie möglich in die Krypta. Grabhornmännchen, okay. Dick. Dick findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamt... Nee, schon gut. Ach. Ihm kann ich keine Socke schenken, damit er frei ist. Schade eigentlich. Okay, dann mache ich hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann grasen wir den Süden ab und machen da die Reste. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.